In der Orthopädie streitet Mia mit ihrem Neffen Anton, der gleichzeitig ihr Azubi ist. Mia schmeißt alleine die eigene Entrümpelungsfirma, seitdem ihr Mann einen Bandscheibenvorfall hatte. Nun hat auch sie sich verletzt. An einer Kommode mit Farbeimern. Ich wurde von der Notaufnahme hochgeschickt. Mir ist eine Kommode aufs Schlüsselbein gefallen. Und ich habe starke Schmerzen in den Armen, in den Oberarmen. Okay, okay. Also deswegen konnte ich das nicht. Mila, kannst du gerade mal den Helmut anrufen, bitte? Bitte, mach das bitte. Ja. Ich kann das jetzt gerade nicht. Nein. Würde es mir so helfen? Nee, ich habe keinen Bock darauf. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch dauert. Ich will mich ja nicht einmischen, aber wo ist gerade das Problem? Das Problem ist, dass wir noch einen wichtigen Auftrag zu erledigen haben und ich ihn bitte, es zu übernehmen, weil ich nicht weiß, ich habe keinen lange Bock heute dauert. Mal. Ich bin den ganzen Tag schon hier im Krankenhaus, Katja. Und warte. Hey, Anton. Hi. Okay. Hi, meine Liebe. Hey. Oh, danke, dass du gekommen bist. Du denn aus? Ja, mir ist. Und Sie sind jetzt wer? Ich bin Ihre Schwester. Ich bin auf Frau Weber mehr oder weniger zufällig aufmerksam geworden, weil sie lautstark mit ihrem Neffen bei uns im Wartebereich diskutiert hat. Sie kam wohl aus der Notaufnahme zu uns hoch, hat sich aber nicht angemeldet. Der Hintergrund war wohl, dass sie einiges zu organisieren hatte bezüglich ihrer Arbeit. Und das musste wohl alles noch geklärt werden. Da hatte sie ihre Gesundheit erstmal hinten angestellt. Dr. Helmut Albers hat die Röntgenbilder aus der Notaufnahme angefordert. Doch bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass die gestresste Patientin noch viel tiefgreifendere Probleme hat als einen möglichen Knochenbruch. Das Schlüsselbein ist nicht gebrochen. Ja? Das ist komplett hier intakt. Ja, hier ist der Schulter. Das ist das Schultergelenk, das Schlüsselbein ist nicht gebrochen. Das war eine riesige Aber das ist schwer für dich, Mia. Das ist Wahnsinn, was du da machst. Ach, ich finde, sie sieht auch ganz schlecht aus. Nein, es ist nicht so schlimm, wie das immer jetzt klingt. Aber wenn jetzt doch nichts gebrochen ist, dann... Was ist denn mit den Armschmerzen? Sie sagten vorhin, also Ich habe seit ein paar Tagen Schmerzen in den Oberarmen. Mhm. Und heute war es halt schlimmer. Ich einmal ein bisschen abtasten hier. Mhm. So Oberarm, also hier im... Ja, genau. Jetzt gucken Sie sich mal die dünnen Ärmchen an. Damit schleppt sie Kommoden, Möbel. Ja, einerseits... Und das schon seit Wochen. Ihr Mann ist seit 4 Wochen ausgefallen mit einem Bandscheibenvorfall. Mhm. Ich glaube, sie übernimmt sich kolossal. Mhm. Ich mache mir riesen Sorgen, wirklich. Du machst dir zu viele Sorgen. Ja, und du spielst alles immer runter. Nein, das ist wirklich nicht so schlimm. Ich weiß, dass du immer alles schaffen willst. Ich finde es auch ganz toll. Aber ich muss es auch schaffen. Ich mache mir wirklich ganz ehrlich, Sorgen. Ich muss es auch schaffen, Wir stehen vorm Ruin, wenn noch mehr Aufträge platzen. Ja, und deine Gesundheit ist aber auch noch viel wichtiger als eure Firma. Ich finde das toll mit eurer Firma. Ich bin ganz stolz auf dich, aber das ist zu viel, wirklich. Es geht so nicht. Es ist wirklich nicht so wild. Es ist so, dass die Arme sind geschwollen. Ja, sind auch überwärmt, die Oberarme. Ja. Haben Sie denn sonst irgendwelche anderen Erkrankungen noch, Beschwerden? Nehmen Sie Medikamente? Ja. Haben Sie Allergien? Also Medikamente nehme ich nicht, Allergien habe ich auch keine. Aber sie war vor ein paar Wochen mal geschwächt von einer Bauchspiegelung, hattest du bekommen? Ja, ich hatte eine Bauchspiegelung. Und das war auch schon ohne. Also ich finde, sie übernimmt sich kolossal. Ja, aber auch da war nichts. Das ist nicht ein bisschen Muskelkater. Es war da auch nichts. Und können Sie denn die Arme bewegen? Ja, nicht so sehr, wenn Sie das machen. Ich das schon sehe. Sind denn auch Schmerzen? Ist doch nicht mal normal. Wirbelsäulenbereich oder Nacken? Nee, mir ist eigentlich nur gestern schwindelig geworden und ein bisschen übel. Also seitdem geht es mir so. Ich will einmal hier hinten die Wirbelsäule mal abtasten. Wenn ich so klopfe, tut da irgendwas weh? Nee, eigentlich nicht. Da strahlt irgendwohin was aus? Ja, sag bitte die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Ich kenne dich und ich sehe, dass du das runterspielst. Wirklich, bitte. Du musst dich jetzt mal untersuchen lassen. Du kannst dich nicht tot arbeiten. Ich arbeite mich nicht tot. Ja, ich meine, Sie sind ja jetzt hier. Wir wollen Ihnen ja jetzt helfen, ne? Und wenn Sie sagen, es sind so starke Schmerzen, dann bringt es doch nichts, die runterzuspielen. Wenn das so ist, dann ist es so. Und dann müssen wir der Sache auf den Grund gehen, ne? Das heißt, wir sollten eine Bildgebung machen, also eine Untersuchung der Wirbelsäule und des Oberkörpers durch einen Kernspinn. Aber jetzt gleich, dann soll ich mal anmelden. Dann das können wir jetzt machen und dann kann man entscheiden, was rauskommt. Und dann kann man auch entscheiden, ob Sie wieder nach Hause dürfen. Und ich sag Stefan Bescheid. Ja. Nein. Ja. Nein, Stefan muss Nein. das wissen. Du kennst ihn. Du kennst ihn. Der bricht die Reha ab. Der ist sofort hier. Der fängt an zu arbeiten und dann wird das alles noch schlimmer. Du weißt, und dann gehen uns noch viel. Und dann aber macht Stefan er sich hat komplett ein Recht kaputt. Zu wissen, dass du im Krankenhaus bist. Bitte nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich eine Lappalie. Es ist ein Muskelkater. Es ist ein Muskelkater. Also theoretisch kann es Muskelkater sein. Schwindelig. Ich habe auch schon mal einen Muskelkater gehabt, aber so schlimm. Frau Weber berichtete, dass sie zusätzlich zu ihren
Schmerzen in beiden Armen, auch noch Schwindel und Übelkeit hatte in den letzten Tagen. Das konnten wir nicht zusammenbringen, weil das eine mit dem anderen normalerweise nichts zu tun hat, sodass wir auch da uns überlegen mussten, ob Frau Weber noch an irgendwas anderem leiden könnte. Die Schwester der Patientin ist erleichtert, dass Mia nun gründlich untersucht wird. Doch als sie ihren Sohn auf dem Flur trifft, sieht sie sofort, dass dieser ebenfalls Hilfe braucht. Was ist da los? Haben sich wehgetan? Schmerzen im Arm. Okay. Ach, schon auch? Gerade plötzlich auftreten? Nee, schon seit einer Woche. Also seit einer Woche, okay. Ach, er auch? Haben Sie auch zu viel getragen? Oder? Ja. Habt ihr euch so übernommen beide mit dem Job? Das kann eigentlich nicht sein. Also, ich gehe ja noch zum Sport und... Du, Mia, sag genau das Gleiche, dass sie so Schmerzen hat. Auffällig war, dass beide, Frau Weber und Anton, ihr Neffe, über die gleichen Beschwerden klagten, obwohl sie von der körperlichen Konstitution völlig unterschiedlich waren. Es ist nicht anzunehmen, dass bei gleicher Tätigkeit solch unterschiedlich konstitutionellen Menschen die gleichen Beschwerden kriegen. Deswegen musste noch irgendwas Drittes da sein. Boah, mir wird schwindelig. Nee. Aha. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir ihn erstmal hin. Gut, dann legen Sie sich einfach mal bitte dahin. Vorsichtig. Dann kriegen wir die Beine noch drauf. Beine. Jawohl. Die Mama darf einmal die Beine so ein bisschen hochhalten. Ich messe jetzt einmal den Blutdruck. So. Fühlst du den Puls? Welcher Arm tut weh? Da müssen wir an der Seite. Hier links. Ja, genau. Wieso hast du denn das Handy fallen lassen, Anton? Da kam einfach so Schmerzen. Einmal den Arm ausstrecken und hinlegen, bitte. Ja, also aufgrund der Beschwerden, die Sie jetzt hier uns bieten, würden wir Sie schon stationär aufnehmen. Muss das sein? Ja, das muss sein. Wir müssen ja abklären. Sie sind sonst junger, gesunder Mann, haben aber plötzlich unklare Muskelbeschwerden. Es ist Ihnen schwindelig. Ich war heute echt mit meinen Freunden verabredet. Ah. Ich wollte mir heute eine neue Konsole kaufen. Anton, das ist ja nicht wichtig. Verstehe ich. Deine Konsole kann wirklich warten. Das ist nicht wichtig. Also wenn wir Patienten haben mit Schwindel und Übelkeit, müssen wir uns immer zwei Ursachen überlegen. Das eine ist die zentralnervöse Ursache, also kommt Schwindel und Übelkeit durch Veränderungen im Hirn oder kommt es peripher durch eine banale Magenverstimmung und mit Kreislaufbeschwerden. Dass die Schmerzen bei Tante Mia und Neffe Anton dieselbe Ursache haben, kann derzeit noch niemand ahnen. Als der Orthopäde die Aufnahmen der Wirbelsäule der Entrümplerin analysiert, spitzt sich die Lage zu. Meine Schwester geht schlecht. Können Sie vielleicht einmal gucken, bitte? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Natürlich. Was ist los, Frau Weber? Ich musste auf die Toilette. Ja. Mein Urin sieht aus wie schwarzer Tee. Aha. Ich weiß nicht, können Sie sich das Ja, guck ich mir an. Wie geht's Ihnen sonst? Können Sie stehen? Wir nehmen Sie einfach mal aufs Bett. Ich bin. Kommen Sie mal mit. Infusion an. Irgendwas ist ja da nicht. Gehen Sie schön langsam, bitte. Und mal ins Bett rein, ja? Okay, ja, das ist eindeutig. Der ist ja dunkelbraun, der Urin. Ja. Seit wann ist das denn so? Hatten Sie das schon mal? Hatte ich noch nie. Ich hatte das wirklich noch nie. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Haben Sie denn Schmerzen in der Blase oder Schmerzen beim Wasserlassen oder Brennen oder dergleichen? Wir schnell eine Infusion machen. Ja, gar nicht. Das ist gar nicht. Ja. Heute, du kennst mich, ich trinke total viel. Und heute schon 1,5 Liter. Also daran liegt sicher nicht. Ich weiß nicht, was ist denn los? Ja, ist ungewöhnlich. Also brauner Urin hat natürlich mehrere Ursachen. Eine der Ursachen ist ein Harnwegsinfekt. Das scheint ja jetzt so von Ihren nicht vorhandenen Beschwerden nicht der Fall zu sein. Das kann auch ein Zeichen erhöhten Eiweißanfalls sein. Das kann auch mal mit der Niere zusammenhängen. Die Niere? Das kann auch mit einem Muskelabbauprodukt zusammenhängen, dem Myoglobin, was den Urin so dunkel färbt. Ja, also was heißt das? Ja, das müssen wir noch rauskriegen. Ja, das heißt natürlich, dass Sie unter Umständen eben doch etwas anderes haben, als was wir bisher vermuten. Und muss ich jetzt bleiben? Da heißt das, meine Nieren gehen jetzt auch noch kaputt? Oder ist das jetzt nicht nur mein Arm? Was ist denn? Also wir müssen mehrere Sachen machen. Wir müssen Labor untersuchen. Ja, wir müssen Blutwerte dringlich untersuchen. Das heißt, wir müssen uns schnell um das Labor kümmern. Und dann müssen wir auch unter Umständen also noch mal eine Urinprobe abgeben, natürlich, um zu sehen, was da jetzt drin ist, was den Urin braun verfärbt. Ja. Das müssen wir alles noch abklären. Und dann heißt es, ich bleibe noch länger hier. Ja, unter Umständen. Also das Gute ist, ich kann Ihnen noch mal das Röntgenbild zeigen. Ja. Du hast da noch Anton, der macht das heute. Ja, ciao.
Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Das Labor war das jetzt gerade. Ja. Ja. Also CRP, Leukus massivst erhöht, CK erhöht und Krea auch. Ach ja, okay. Also haben wir doch einen Hinweis, dass die Nierenfunktion zumindest beeinträchtigt ist. Wir verlieren noch mehr Aufträge. Jetzt ist wirklich mal gut, Mia. Du hast ja schon fast das Schlüsselbein gebrochen. Es ist jetzt gut, Mia. Ich habe alles gemacht. Du bleibst jetzt schön hier, entspannst dich, Anton, mach das. Ich gehe sogar noch trainieren, damit ich kräftiger werde. Was tust du? Damit das alles funktioniert. Nach der schweren Arbeit, statt dich auszuruhen, gehst du ins Fitnessstudio? Oh Gott. Aha. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen zu viel. Ja, gut, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Hast du gedacht, damit wirst du leistungsfähiger? Ich muss das doch am Laufen. Ich hab mit Stefan versprochen. Aber du hast doch den Anton. Ich verstehe das alles nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja gut, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, weil Sie ja nicht nur diesen Muskelschmerzen haben, das hätte man ja bisher immer noch als Muskelkater erklären können, durch die übermäßige körperliche Arbeit, die Sie gar nicht gewohnt sind. Wenn Sie aber ins Fitnessstudio gehen und dann auch noch trainieren, ist das eine totale Überforderung der Muskulatur. Das kann dazu führen, dass Muskelzellen untergehen. Ja? Und diese untergegangenen Muskelzellen könnten sich dann eben auch tatsächlich über diesen braunen Urin darstellen. Ja, das ist das Myoglobin, das ist aus dem Zerfall der Muskelzellen kommt das und das wird über die Nieren ausgeschieden. Das ist natürlich nicht ungefährlich, muss man sagen, weil die Niere dadurch auch Schaden nehmen kann. Ja. Das heißt, ich würde jetzt bei der Gesamtkonstellation würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine Biopsie aus dem Oberarmmuskeln machen. Ja? Und das relativ schnell, sodass wir dann auch schnell das Ergebnis haben. Jetzt werden wir erstmal Infusionen anlegen, ja, anhängen, ihnen literweise Kochsalzlösung geben, um sozusagen unter dem Verdacht dieser Muskelzersetzung oder Rhabdomyolyse, wie man das fachmännisch nennt, die Nieren zu schonen, ja, und die Nieren auch die Nierenfunktion zu erhalten. Das werden wir machen. Okay. Ja? Die 36-Jährige kann nicht fassen, dass ihre Muskeln und Nieren vielleicht schon dauerhaft geschädigt sind. Ihr Mann Stefan, der einen Bandscheibenvorfall hatte, ist nun extra aus der Reha gekommen. Er sorgt sich sehr um seine Frau. Dabei hatte sie am Telefon immer beteuert, dass alles gut sei. Außerdem hilft auch Anton kräftig mit. Aber auch dem 18-Jährigen geht es immer schlechter. Es hat sich tatsächlich bestätigt, dass es sich um eine Muskelzersetzung handelt, ja? Veranlasst vor allem durch die übermäßige körperliche Belastung. Aber da ist doch Anton dabei. Ich verstehe das auch nicht. Warum musst du denn so schwer tragen? Anton, du bist groß und kräftig, du bist 18. Warum hast du denn nicht richtig angepackt? Ja, ich hab keinen Bock darauf so. Also. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Wie, du hast keinen Bock? Meine Frau, deine Tante macht sich kaputt und du sagst hier, ich hab keinen Bock? Freundchen, kein Bock geht nicht, ne? Geld kassieren, aber nicht arbeiten wollen? Was ist das denn für eine Nummer? Mann, Anton, also da hätte ich wirklich wesentlich mehr von dir erwartet. Du kannst nicht deine Tante so kaputt gehen lassen. Also es gibt noch einen Punkt anzusprechen. Wir haben jetzt das mit der Rhabdomyolyse angesprochen, aufgrund der erheblichen körperlichen Belastung. Ich vermute aber, dass von den Werten her und auch von der gesamten Situation, das sind ja überall deutlich überwärmte Muskeln, dass da noch ein bakterieller Infekt mit dabei ist. Okay. Ja. Und das ist auch bekannt, das würde die These auch stützen, zusätzlich noch, obwohl wir sie ja jetzt schon nachgewiesen haben, dass es sich darum handelt. Jetzt ist die Frage, können Sie sich denn dort angesteckt haben bei Ihrer Arbeit? Tragen Sie denn da Schutzkleidung oder auch so Atemmasken? Oder war das eine Möglichkeit? Ja, natürlich. Ja, eine Möglichkeit. Das haben wir alles da. Aber. Manchmal muss das einfach so schnell gehen und es ist so umständlich, das anzuziehen. Schatz, dafür haben wir doch die Sachen. Ja, aber manchmal muss man da rein, raus und zum nächsten Auftrag. Das ja, aber die Zeit, die hat man doch alle Male. Deine Gesundheit ist ja wohl mehr wert, als wieso die Zeit sich um. Es tut mir leid. Wie lange müssen wir hier bleiben? Wie lange fallen wir aus für die ganzen Aufträge? Ja, vielleicht zwei Wochen. Zwei Wochen etwa. Alles klar, dann noch im Krankenhaus. Werde ich die Reha abbrechen und arbeiten. Auf keinen Fall. Sie hatten noch einen Bandscheibenvorfall, ja, sagt sie. Die Firma muss doch laufen, es muss doch weitergehen. Nein. Die Kosten Was müssen bringt gedämmt eine laufende sein. Firma, wenn Sie an Ihrer Gesundheit kaputt gehen und hier Ihre Frau genauso? Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber da kann ich zumachen und wir müssen den Gründungskredit nicht zu. Ich bin auch noch da, ja? Und wenn ich da nachher allein selbst drin stehe, ich frage meinen Mann, der hat gerade sowieso Urlaub und der hat auch noch einen Kumpel und ich weiß nicht, ich frage jetzt alle meine Freunde, ihr ruht euch jetzt aus, ja? Bist du dir sicher, dass du das alle, gestemmt du bekommst? Du auch. Ich schaff das, wenn ich da selbst stehe gleich.
Danke. Ich bin auch nicht. Wenn ich Ihnen da einen kleinen Tipp geben darf, aber bitte mit Schutzkleidung. Ja, mache ich auf jeden Fall. Danke. Die Bluttests haben ergeben, dass sich Tante Mia und Neffe Anton tatsächlich eine Infektion bei der Arbeit zugezogen hatten. Dank Medikamenten und Bettruhe haben sich ihre Muskeln und Nieren vollständig erholt. Mias Schwester hat es wirklich geschafft, die Firma am Laufen zu halten. Ihr Sohn Anton hat die Kritik angenommen und packt heute in der Firma fleißig mit an.